Moin, ihr Landratten, und herzlich willkommen auf meinem Kanal Casi on Tour. Wir sind heute in großer Gruppe unterwegs. Geplant, wenn alles so passt, sind wir 13 Forzas heute. Und wir sammeln uns jetzt alle so nach und nach, fahren die einzelnen Treffpunkte ab und dann geht's los zu einer gemeinsamen Tour. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, dann bleibt dran nach dem Intro. Viel Spaß! So, ich fahre jetzt mit Thorsten nach Bergedorf und da sammeln wir den Andreas ein und von da aus geht es dann weiter zum Heidenkampfsweg zur Shell-Tankstelle, wo dann ja wahrscheinlich erstmal auch noch ein paar Leute warten und der Rest stößt so nach und nach dann dazu. So, jetzt sind wir schon wieder in Bergedorf und da vorne an der Esso-Tankstelle, ah ja, da steht auch schon der Andreas. Wunderbar, dann klappt das ja hier alles heute mit uns. Na du Schwerverbrecher, halb zehn. So, jetzt kommen wir langsam zum Treffpunkt der anderen. Da vorne kommt gleich die Shell-Tankstelle. So, wir sind jetzt hier an der Shell-Tankstelle und haben jetzt schon die ersten, wie viele sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrer sind wir schon. Und im Endeffekt kommt nochmal das gleiche fast dazu. Also das wird interessant heute auf jeden Fall. So, jetzt sind wir in Tostedt. Dann haben wir auch gleich das erste Ziel erreicht und kommen an den Treffpunkt an. André, den haben wir jetzt irgendwie verpasst, den müssen wir gleich mal anrufen. Das hat irgendwie nicht geklappt mit unserer Kommunikation. Aber so ist das halt manchmal, wenn man mit so vielen Leuten dann unterwegs ist. Moin! Was bist du denn hier? Weißt du, Koray hat abgesagt, ich sei dir nur noch zu 13, das ist das Unglückszahl, nur weil der Moped putzen muss. Deswegen dachte ich, wir sind aber die wilde 13. Außerdem kannst du mal ehrlicherweise einmal Platte polieren. Sowieso nicht ohne mich. Sind wir doch mal ehrlich, oder? Schön, wann kommst du eigentlich? Ey. So, wir werden uns jetzt sammeln. Sind reichlich am Start hier. Wie gesagt, 13 Leute. Und ja, jetzt geht's los. Der erste Blitzer ist schon hier. Und das ist doch mal richtig cool heute. Ihr seht das auch im Rückspiegel. Ey, wir sind jetzt 13 Forzas plus eine andere Maschine. Ja. Und wir sind mal richtig gespannt, wo jetzt wo es so hingeht, ne? Endlich mal ein bisschen kurviger. Die ganze Zeit ging es immer nur geradeaus. Das ist, glaube ich, mal die erste Kurve gewesen seit langem hier.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Klar, jetzt ohne Mitte zu fahren, das ist relativ klar, dass man da nicht hier unbedingt verloren geht. Aber es ist bei der 125er natürlich so, dass wir ja weitestgehend alle gleich motorisiert sind. Ich glaube, wir haben jetzt nur zwei dabei, die eine 350er fahren. Alle anderen sind hier mit 125 unterwegs. Aber der vorne fährt, der gibt natürlich das Tempo vor. Und wir haben aber, Gott sei Dank, hat Kiki das auch ganz gut organisiert. Ihr Mann ist nämlich auch dabei. Und der fährt hinten als Schlosslicht. Und der kennt die Strecke auch. Also falls irgendwie was sein sollte unterwegs oder so, dann sind wir auf jeden Fall ja, miteinander verbunden sozusagen. Ne? Also ja, das gehört natürlich auch dazu, ne? Hier auf dem Land, da hast du dann eben auch mal so einen Trecker vor dir, den man gerade mal eben nicht überholen kann. So, hier ist irgendwie ein schöner Parkplatz. Ich glaube, das wird jetzt hier der erste Zwischenstopp. Sollte das jetzt? Ja, den ersten Zwischenstopp haben wir jetzt hinter uns und jetzt geht's weiter und dann werden wir wohl erstmal irgendwo einkehren, Kleinigkeit essen. Die ersten, die schreien schon, dass sie Hunger haben. Aber ihr seht, ne, jetzt zieht sich das auch langsam ein bisschen zu, aber es soll trocken bleiben und das ist das Wichtigste. Genau, wo sind wir jetzt? In Tiste. Tiste, Landkreis, immer noch Rothenburg-Würme. Das hier ist jetzt schon wieder Landkreis Stade, also so ein bisschen so die Richtung Altes Land, wo wir jetzt hinkommen. Und hier irgendwo werden wir gleich wohl auch einkehren. Ich sage jetzt übrigens nicht, dass ich es hier idyllisch finde. Mir ist nämlich aufgefallen in meinen Videos, dass immer wenn ich
Wenn mir was gefällt oder so, dann sage ich, ach, das ist aber idyllisch hier. Ach, das ist aber idyllisch hier. Ich meine, das ist idyllisch, kann ich auch nichts für, aber ja, ist mir aufgefallen. So, jetzt geht's weiter Richtung Glühanleger. Ja, wie gesagt, jetzt geht's zum Glühanleger. Das ist ja auch nach wie vor immer ein ganz, ganz beliebter Ausflugspunkt. Generell jetzt nicht nur für Motorradfahrer oder Zweiradfahrer, sondern generell, weil da viele auch tatsächlich so die großen dicken Köttel beobachten, wenn die in den Hafen kommen. Und ja, da fahren wir jetzt hin, lecker Fischbrötchen essen. Und das ist dann der nächste Zwischenstopp. Weil hier bin ich auch schon ein paar Mal mit dem Auto durchgefahren, da macht das überhaupt keinen Spaß. So mit dem Roller ist das ganz cool. Also mittlerweile gruft sich das auch wirklich ein hier mit dem Fahren in der Gruppe. Dass wir alle schön zusammenbleiben und so, das ist mittlerweile richtig gut eingespielt. Dafür, dass das wahrscheinlich die wenigsten von uns ja schon gemacht haben, jetzt in so einer großen Gruppe zu fahren. Echt toll. Aber das zeigt auch, dass die Gruppe wirklich Bock drauf hat, diese gemeinsamen Geschichten zu machen, dass keiner aus der Reihe tanzt. Ja, und dass alle Spaß haben. Ne? Und hier sind auch wieder die geliebten Schafe am Deich. Herrlich. Aber ich finde das so toll, ne? Das ist so das, was das hier ausmacht irgendwie. Ja, der eine ist am Pennen hier.
Ja, jetzt geht's nochmal weiter zu Airbus und also zur Aussichtsplattform. Wollen wir uns nochmal anschauen und von da aus werden wir dann uns langsam aber sicher verabschieden. Wie gesagt, einige sind schon in die andere Richtung gefahren, weil es jetzt für die ein bisschen einfacher ist. Die müssen dann nochmal mit der Fähre auf die andere Seite übersetzen. Ansonsten war das wirklich ein geiles Gruppentreffen. Und ich hoffe einfach, dass wir ja, nachher gutes Material zusammenkriegen.